Willkommen zurück zu Ahead in Time! Beim letzten Mal haben wir einen Laserstrahl bekommen! Und ja, ich schätze, wir haben auch unsere Seele verkauft. Ich schätze, das ist auch noch passiert. Also, da wir unsere Seele verkauft haben und nun für irgendeine schattige Figur arbeiten, müssen wir nun den Contract weitermachen. Denn wenn wir das Finale erreichen wollen und somit unsere Seele befreien wollen, tja, dann müssen wir die anderen Level ja auch noch machen. Also machen wir weiter mit Akt 2, Subcon Brunnen. Denn den haben wir jetzt scheinbar gefunden. Oder werden wir jetzt scheinbar finden. Der liegt ja auch noch in unserem Vertrag drin, dass wir das machen müssen. Nur leider haben wir erfahren, dass wir mehr als einen Vertrag haben und somit, ja, noch ein bisschen mehr machen müssen, als es anfangs drin stand. Okay, da müssen wir hin zum Brunnen. Ich hoffe, da kommt nicht Mario Morgana und klaut mir mein Bike. Das wäre nicht so schön. Na gut. Wir sind wieder ganz am Anfang. Du bist auch wieder hier. Welcome, young one. Ja, leider bin ich pleite, nachdem ich das Laser, den Laserschuss gekauft habe. Und warum ist hier eigentlich... Du musst die Feuergeister finden, um diese Wand zu brechen. Aber ich habe das doch schon gemacht. Hä? Oh, hey, da ist er hier. Okay. Also laut ihm sollen wir jetzt Richtung Brunnen, aber Moment, was ist denn hier? Keep out? Na gut, weit kommen wir ja auch nicht. Obwohl? Echt? Dann fahren wir mal hier lang. Denn er meint, hier ist der richtige Weg. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich fahre hier einfach nur wild herum und hoffe, dass ich was finde. Kann ich hier stehen? Ah! Ich bin eingesaugt! Und jetzt kann ich nichts machen. Okay, also es ist schon Treibsand, könnte man meinen. Ah, okay. Ich kann nur für eine kurze Zeit draufstehen, dann bin ich D. Egal wie, wo, was. Also, schnell vorbei. Nein, hab mich gesehen. Oh, vor allem, dass sie mich auch so viel langsamer machen. Nein, komm schon. Ah. Oh, Slip and Slide. Und das Banana Peel. Hä? Alles okay, Brudi? Was zum... Okay, ich lass den mal alleine. Ich glaube, wir sollten einfach mal den normalen Weg gehen. Ja, also ich meine, ist doch interessant, was wir jetzt alles finden können. Ja, ja, genau. Ja, ja. Ja, komm, fahren wir weiter. Wo soll es was geben? Hier? Geht's hier lang? Also ich schaff den Sprung auf jeden Fall hier hin. Ja und nur? Ist die Frage. Okay, kann ich stehen. Auch wenn es ein bisschen durchsichtiger ist. So, kommen wir hier hoch. Aha. Hier sind jetzt... Ja, wie sage ich das? Sie sind Blätter an den Bäumen. Oh Gott, ich bin total verloren gerade. Vielleicht merkt man es, aber ich bin ein bisschen überfordert mit dieser Situation. Ich meine, guckt euch Headkit an. Sie ist auch total überfordert. Keine Ahnung, wo lang. Aber ich glaube, dass sie soll mir sagen, dass hier Walljumpen kann oder sowas. Ja, I guess. Das war schon mal nicht verkehrt. Und kriegen wir eine Kiste mit Einwohnermaske Garn? Das ist echt gruseliges Garn. Ich brauche 12 Garn zum Nähen, aber habe ich nicht schon richtig viele? Ich habe 8 Stück. Okay, dann können wir das ja bald machen. Bald, wenn ich mehr Garn finde. Okay, mehr ist hier nicht, nur das Garn. Na gut, dann weiter geht's.
Hier ist ein Herz. Das nehme ich gerne mit. Dankeschön. Hast du was zu sagen? Okay, der sagt nur das gleiche wie sonst immer. Ah ja, stimmt. Wir können das hier nochmal versuchen. Dass wir dies hier schaffen. Warum fliegt das in der Luft? Yeah! Noch mehr Garn! Let's go. Finden wir noch mehr? I hope so. Ja, da hinten ist zum Beispiel noch was. Hier. Noch ein Garn. Hä, okay, aber... Muss ich hier einen Apfel irgendwie hinbringen? Da hinten ist ein Apfel. Oh, sag mir jetzt aber nicht, dass der Wurm da oben rein will. Ah, hat mich schon gesehen, aber... Bin noch dran vorbei. Okay, komm, komm, rein da, rein da, rein da. Und... Batz! Let's go! Nur noch zwei Stück? Oh. Naja, wie auch immer. Wie auch immer. Oh, da hinten leuchtet noch was. Noch ein Gar, noch ein Gar, noch ein Gar, Gar, Gar. Nein, Geschenk. Geschenk? Okay. Haben wir einen Wurm in der Nähe irgendwo? Hier haben wir einen Wurm. Komm mal rein da. Und bams. Und schwuppsdiwupps. Wir kriegen eine weitere Kuh. Okay, dann ist die eine Kuh nicht fürs UFO gedacht. Wäre lustig gewesen, aber nee, die gehört zu der anderen Kuh. Zwei Kühe, die umeinander rumrennen. Maybe? Ich weiß nicht. Okay, also, hier hatten wir die Feuerviecher. Die jetzt aber aus irgendeinem Grund weg sind. Weird. Also, ja, der haben wir getötet, ne? War das nicht so? Naja, wie auch immer. Wer die letzte Folge gesehen hat, der weiß mehr. Wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal hier runter. What? Da komme ich doch gar nicht rüber. Hm? Okay, oder? Soll ich hier nicht lang? Also hier ist eine Kiste. Immerhin. Noch ein Garn. Ist jetzt nur noch ein Garn und dann haben wir noch einen Hut. Vielleicht heute schon. Das wäre richtig sick. Kann ich an den Rändern oder so lang gehen? Nee, hier gibt es irgendwie nichts mehr, ne? Ich dachte, ich müsste hier lang, aber... Scheinbar nicht. Scheinbar gibt es hier nichts. Dann, wo könnte es denn noch was geben? Wo könnte es noch ein... Ey, hallo. Gab es hier noch einen Weg? Ich schaue mich mal ein bisschen um. Hä? Was passiert? Hey? Hast keinen neuen gefangen, ich bin's immer noch. Noch nicht? Nein! Pay the price. Pick your voice. Which burden do you want to carry for the rest of your life? Jetzt krieg ich einen Burden? Oh nein. Ja. Was kriegen wir hier? Liefere Pakete zu 10 Männer Lakaien. Die folgenden Gebiete des Waldes werden verfügbar sein. Akt 5. Und das? Deine Seele ist ins Plumpsklo abgehauen. Ups. Akt 3. Ja, nehmen wir Akt 3. Scheinbar muss ich hier auch wieder das Kapitel neu machen, damit ich beide bekomme. Aber erstmal holen wir uns das hier. Wie gesagt, alles nach der Reihe. Ja. Ne? Yeah! Hm. Okay. Wo
bin ich hier überhaupt? Hier in der Nähe. Hier in der Nähe, wo das hier war. Hier direkt dahinter eigentlich sogar. Ist hier noch was? Hier hoch? Das sieht so aus, könnte man da hoch, aber ich glaube, da ist nichts. Ich weiß übrigens immer noch nicht, wo ich lang muss. Ich bin noch am Suchen. Aus irgendeinem Grund kam jetzt hier dieses Event. Ich weiß nicht warum. Vielleicht sind hier überall solche Dinger verstreut, die man finden muss, um alle Kapitel freizuschalten. Ich weiß nicht. Oh, warte mal. Können wir jetzt hier lang? Ja, doch. Ja, jetzt können wir hier lang. In ein Schneegebiet. Ich hoffe, hier bin ich richtig. Oh, hier ist wieder eine Falle. Geh mal wieder rein. Okay, ist wieder das gleiche. Es ist exakt das gleiche. Habe ich irgendwie einen Glitch ausgeführt oder so? Hätte das gerade nicht passieren dürfen? Weil das ist exakt gleiche. Ich meine, okay, dann schalten wir halt schon mal beides frei. Okay, aber irgendwie weird, dass das hier wieder passiert. Na gut. Okay, ist wieder das gleiche. Ja. Na gut. Hä? Okay. Ignorieren wir das. Machen wir erstmal weiter. Hier ist ein schönes Schneegebiet. Vielleicht noch mit Äpfeln, wo wir alles wegsprengen können. Das wäre doch mal was. Gefahr, Gefahr. Wieso? Keep out? Wieso? Was ist das hier? Ding! Oh, ich kann wieder außen anmachen. Okay. Jetzt kann ich hier durch. Ah! Schaut mal, die Glocken! Die können ja diese grünen Plattformen erscheinen lassen, oder? Wenn ich treffen würde. Wenn ich... treffen würde... Nein? Nicht? Hallo? Doch! Hä? Komische Hitbox. Aber tatsächlich, die können das erscheinen lassen. Oh, das geht aber nach einer Zeit weg. Oh, that's not so good. Boah, der Laser nervt. Den kann ich ja nicht aimen. Aber schaut mal. Mir fehlt da trotzdem noch ein Block. Hä? Was zum... Ich bin gerade in der Luft geklettert? Mach nochmal an. Was zum... Habt's auch gesehen, ne? Hier, ich kann hier in der Luft klettern und... Nein! Wartet mal. Wartet mal einen Moment. Ich versuch's nochmal. Ich glaube, es ist sogar möglich, da hochzukommen. Ah, ist ein bisschen nervig hier. Ding. Hier hochklettern. Dann halt nicht. Komm. Gehen wir zurück. Gehen wir einfach wieder zurück. Also, gehen wir einfach... Bro? Ich bin hier einfach stuck? Oder macht er das hier frei, dass er wieder durch kann? Habe ich mich da gerade durchgeglitscht? Was passiert hier gerade? Kann man das sagen? Ich habe das Gefühl, heute ist irgendwie alles falsch. Alles falsch. Und wieso schaffe ich das nicht mehr? Vorhin habe ich es doch geschafft. Vorhin habe ich es doch fast geschafft. Nee, ich kriege keine Movement Abilities mehr. Kann nicht mehr in der Luft springen aus irgendeinem Grund. Das macht keinen Sinn. Vorhin hat es geklappt. Ich habe ein bisschen Angst, jetzt die Mission neu zu starten oder generell abzubrechen. Aber muss ich ja wohl. Ich bin hier stuck. Außer ich mache hier irgendwas komplett falsch. Aber ich wüsste jetzt auch nicht was. Ich kann nichts machen dort. Das ist so weird. Das ist super weird. Weil es vorhin ja auch noch ging. Nee, ich kann nichts drücken. Ach, wartet mal. Der Block ist feste, wenn der Schalter hier ausgeht. Das heißt, ich warte einfach. Ah, zu lang gewartet. Muss ein bisschen weniger warten. Aber ungefähr so. Jetzt. Ja, tatsächlich. Jetzt kommen wir hier durch. Okay, ich bin also doch noch nicht softlocked. Trotzdem habe ich das Gefühl, da hätte ich eigentlich noch gar nicht hin gedürft. Oh, warte, das ist ein Wurm und hier ist ein Apfel. Wahrscheinlich soll ich das kombinen und dann irgendwo hinschmeißen. Ich weiß nur noch nicht, wohin. Vielleicht gehen die Eiswand hier einfach. Whee!
Wow, das war aber... Kleine Explosion, großer Schaden. Interessant. Bin ich schon im Brunnen drin? Ich bin komplett verwirrt. Vielleicht merkt man's. Nimm mal mit. Kalt. Ja, ja, eisig kalt, du. Boah, noch eine riesigere Eislandschaft. Das ist ein großes Gebäude. Luigi's Mansion 3. Wo sind wir hier? Hilfe. Musik geht total ab. Kann ich schwimmen? Ist das kein Wasser? Sieht aus wie Wasser, finde ich. Na gut. Musik wird intens. Ja, hier haben wir eine Villa. Hallo, jemand zu Hause. Ich habe mich irgendwie verloren. Verlaufen. Ich komm mal in der Hintertür rein, ja? Ist das in Ordnung? Gibt's hier überhaupt eine Hintertür? Hier gibt's viele Herzen auf jeden Fall. Oh doch! Hier ist ein Eingang. Ich fühle mich gerade ein bisschen wie so in einem Horrorspiel, so ein Indie-Game. Indie-Horrorspiel. What? Akt 4, Königin Vanessas Villa. Wo bin ich? Hier dürfte ich doch gar nicht sein! Hä? Ich breche das mal kurz ab, Leute, weil hier dürfte ich eigentlich noch gar nicht sein. Mein Confact zeigt ja auch. Wo steht denn das? Also doch, wir können schon machen, aber halt... Eigentlich ist das nicht in der Reihenfolge. Ich verlasse das mal erstmal, aber interessant, dass wir schon mal gefunden haben für später. Ja, hier können wir das auch schon erreichen. Ne? Akt 3, Akt 5, Akt 2, Akt 4. Ja, können wir alles schon erreichen irgendwie. Also doch dort in die Richtung. Wenn man man guckt direkt in die Richtung, wo man hin soll. Hier soll man direkt lang. Ah, wie habe ich das übersehen? Wie habe ich das hier übersehen? Das passiert, wenn man in einem Plattformerspiel sich umschauen möchte. Okay. Oh. Ja, die sagen mir genau das mit den Glocken. Habe ich selber rausgefunden schon, aber gut, dass sie es mir auch noch sagen. Oh, oh. Nein, nein, lass mich, ich bin am Land, bin am Land. Alles gut. Bing Bong, macht mal auf hier. Bing Bong. Komm ich denn da hoch? So. Und wir kriegen unser letztes Garnstück. Damit sollten wir jetzt genug Garn haben, um den neuen Hut zu machen. Und ich freue mich drauf. Enough to stitch hat. Bin ready. Einwohnermaske. Let's go. Oh. Eine Fuchsmaske! Das ist eine echt gruselige Maske. Drücke, um wie ein Einwohner auszusehen. Oh, wie das aussieht. Wow! Ah, ich kann die Plattform einfach jetzt aktivieren. Für eine sehr, sehr kurze Zeit. Aber das ist ja mega cool. Ich kann die Plattform einfach jetzt selber aktivieren mit der Maske. Gefällt mir. I like that. Okay. Oh, da ist noch ein Garn. Ja, sorry, Leute. Da möchte ich jetzt als erstes hin. Bro. Das kannst du mir nicht erzählen. Wehe, ich schaff's nicht mehr. Komm. Bitte, 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 bitte. Wo muss ich lang dafür? Moment. Komm, 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 genau. Das ist dumm, dass das nicht gezählt hat. Das ist dumm, dass es immer noch nicht zählt hier. Hallo? Darf ich da bitte drauf? Ah. Hallo, ich will einfach nur drauf. Das gibt's doch nicht. Spinny! Und wo hast du denn das denn machen? Okay, egal, ich hol's ein andermal. Komm, gehen wir in den Brunnen rein. Denn in diesem Brunnen kriegen wir ein neues Item, wie man hier schon sehen kann, und zwar einen Hookshot. Der hat uns nämlich auch in Chapter 2 gefehlt.
Splüsch. Und den schnappen wir uns jetzt. Hier können wir wieder zurücklatschen, glaube ich. Right? Ja, hier können wir wieder zurück. Wenn wir wieder zurück wollen, aber... Nee, wir wollen hier drin bleiben. Wir trauen uns. Nur die Maske ist, glaube ich, nicht die richtige. Ich mag meine Dino-Maske, mein Dino-Hut. Wow, wo bin ich denn hier auf einmal? Okay, danke für noch eine Kuh. Diesmal mit einem Aluhut oder halt mit etwas anderem Weißen auf dem Kopf, was auch immer. Boing. Wieso ist hier ein einzelnes Ding? Was? Warum? Okay, ich hab's auf jeden Fall. Platsch. Schwatsch, platsch. Womp. Weiter geht's. Schaut mal dort. Was liegt denn da so Schönes rum in diesem einsamen Palast? Ist doch nicht so einsam, wie es scheint. Wer da eingesperrt? Wer will uns denn hier einsperren? Und weswegen überhaupt? Bumm! Da ist es! Enterhaken! Drücke und halte X. Also das, was ich mache, um Laser zu schießen. Um von Haken zu schwingen. Also kann ich nur Laser oder Haken haben? Oh, das ist aber enttäuschend. Außer... Nee, das andere geht automatisch weg. Also ich kann wirklich entweder nur entweder oder haben. Das ist traurig. Wing! Wing! Ha! Okay, es sind immer den nächsten in der Nähe. Jaum! Das sind nämlich irgendwie an Zelda. Jaum! Man muss gedrückt halten. Okay, ich dachte gerade so, warum halt endlich ganz gedrückt? Weil man es muss! Man muss gedrückt halten, sonst hängt man nicht mehr an der Schnur. Und jaum! 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 Ha! Ha? Ha, ja! Ring! Und langsam kriegen wir wieder Geld in unserem Beutel. Aber auch nur ganz langsam. Ja! Ja. Aber da oben will ich hin. Seht ihr das? Noch ein Garnstück! Zwar haben wir den Hut schon, dennoch kann es nicht schaden, das mal mitzunehmen, ne? Okay. Schön. War's das? Ich glaube, das war's so ziemlich. Wir sollen hier nur runter für den Enterhaken und dann sind wir durch. Ja, so kommt man auch wieder hoch. Jong. Oh. Oh, deswegen sind wir hier. Ah, alles wird geflutet. Alter. Das ist ja ernst, oder? Okay. Ah, alles wird geflutet. Müssen wir es hier irgendwie ausschaffen? Ich sehe nichts. Ich bin wieder auf Feuer gelandet scheinbar. Okay, nicht gut. Wo bin ich? Ich sehe nichts. Warum? Warum sehe ich nichts? Wieso komme ich da nicht hoch? Weil ich erstmal hier lang muss. Habe ich ein Zeitlimit? Weil das, da geht ja Wasser hoch. Ich hoffe es mal nicht. Wie rum ich hochgeklettert bin? Keine Ahnung. Und ciao. Okay, ganz gechilltes Platforming. Man kennt. Ey! Denk nicht, ich hätte dich nicht gesehen, Bro! Oder dich? Okay, kommt nicht runter. Gut. Gucken, dass ich auch keinen Garn übersehe. Hier ist nämlich ein Garn. Das mag ich ganz gerne. Was ist kein Garn? Was ist denn das? Eine Medaille! Oder ein Riss-Token. Mit denen können wir Lotto spielen. Keine Ahnung. Warte, das Wasser ist direkt hier. Das Wasser ist hier. Was hat das denn hier zu suchen? Ah, ich glaube, das Wasser steigt mit uns auf. Okay, das finde ich gut. Mit unserem Progress, wie weit wir es schon nach oben geschafft haben. I like that. Hallöchen, Kumpel. A-boom! A-boom? A-boom! Oh, oh, das war zu viel Kraft! Ah! Ah! Wee! Hey! Contract complete! Unseren ersten Contract! Unseren ersten Vertrag haben wir komplett abgeschlossen! Wunderbar!
Jetzt wären noch Akt 3, 4 und 5. Und vielleicht noch mehr. Huhu, yippie, yippie. Ding, dang, dong. Oh, schon wieder. Whoop. Hier sind wir auch schon wieder. Haben wir einen Zeitriss freigeschaltet? Ja, habe ich mir schon gedacht. Irgendwie war das klar. Ja, Finale kommt immer mehr. Das haben wir durch. Okay, dann machen wir noch das Zeitriss. Wo ist denn das? Ist das da, wo der Brunnen einst war? Nee, es ist komplett woanders. Da waren wir noch gar nicht. Nee, schade, dann können wir das nicht machen. Hm. Na gut, dann schätze ich, haben wir heute mal eine etwas kürzere Folge. Ja doch, eigentlich schon. Aber wisst ihr, was wir noch machen können? Damit die Folge noch ein bisschen länger wird. Und zwar können wir, falls ich noch einen Platz finde, wo ich die Schätze, die wir haben, reintun können, würde ich gerne meine Schätze noch abgeben. Haben wir nicht hier irgendwo noch einen Slot? Kann ich bei dir irgendwas kaufen? Hattest du einen Kompass? Steh still, um dir die anzeigen zu lassen. 400? Boah, ist aber teuer, du. Ist aber echt teuer. Warte, hier gab es noch einen Slot, oder? Tatsächlich, hier ist noch ein Slot. Okay, was wollen wir machen? Das UFO oder die Kühe? Ich mach die Kühe, komm. Mom, Mom, Mom. Und UFO! Ist das richtig so? Ich habe das Gefühl, das ist nicht richtig. Oder die Reihenfolge ist falsch. Also die Kuh geht immer noch ganz oben. Nee, tut sie nicht. Jetzt auch immer nicht mehr. Hä? Ja, okay. Keine Ahnung. Lass ich's mal so. Das Time haben wir schon. Na gut, vielleicht habt ihr ja Ideen, wie wir das machen können. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder, wenn wir dann zurückgehen zu diesem Chapter 2 hier und es dann erstmal abschließen. Ich glaube, den stört das nicht, dass wir den Vertrag noch nicht weitermachen. Der hat uns so viele Verträge gegeben. Der kann doch mal abwarten. Ich habe einen davon gemacht, okay? Gib mir ein bisschen Pause. Small break. Oh, Subscribe.